Ich lese jetzt eine kurze Passage, die spielt in einer Wohnung von meinem Titelhelden, seinem Freund. In dieser Wohnung hat mein Titelheld Alfred alle Unterlagen und Aktenordner deponiert, die das Geheimnis bergen, um das es in diesem Roman geht. Jetzt kriegt er aber Besuch in dieser Wohnung, unangemeldeten Besuch von seinem Kompagnon Joe Kempta. Und dieser Kompagnon will dieses Geheimnis herausfinden und mein Titelheld Alfred will es nicht verraten. Und um diese Passage geht es jetzt. Alfred packte den Ordner und trug ihn zum Wohnzimmertisch. Joe Kempta folgte bei Fuß. Das bedeutet, dass bereits zuvor irgendetwas mit diesem Vertrag geschehen sein muss, sagte Alfred. Er spielte bei der Vereinsauflösung keine Rolle mehr, weil er sich nicht mehr im Besitz des Vereins befand. Das ist meine Theorie. Joe Kempta griff ganz ungeniert zwischen Alfreds Fingern hindurch in den Ordner und blätterte weiter. Steht davon nichts hier drin? Ich habe noch nichts gefunden, sagte Alfred. Aber ich habe ja auch noch nicht alles gelesen. Während Kempta sich begierig in die Seiten vertiefte, die Nase so nahe am Geschehen, als müsse er die Informationen erschnüffeln, pilgerte Alfred zum Kühlschrank. Über die Schulter rief er Kempta zu. Ich habe übrigens einen Verdacht. Die Herren Vereinsvorstände Grüninger, Kempta und Hahn haben sich damals die Brauerei unter den Nagel gerissen. Alfred öffnete den Kühlschrank. Wohl oder übel musste es eben heute mal Bitburger Pilz sein. Im Gefrierfach lagerte noch eine Fertigpizza, Schinken, Salami. Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht erreicht. Ich werfe mir eine Pizza ein, gab Alfred bekannt. Und es gibt Bitburger Bier. Kempta antwortete nicht. Alfred schloss die Kühlschranktür und schaute zum Wohnzimmer hinüber. Hey, was machst du da? Joe Kempta stand breitbeinig vor dem Wohnzimmertisch, mit dem Oberkörper über die Tischplatte gebeugt und fotografierte mit seinem Handy ein Schreibmaschinenblatt nach dem anderen aus Alfreds Ordner. Habe ich das irgendwie erlaubt? Alfred versuchte, seiner Stimme einen bestimmenden Klang zu geben. Aber Joe Kempta machte unbeirrt weiter. Ohne sein Fotografieren zu unterbrechen, sagte er, wieso? Das ist unseren beiden Projekt. Ich muss genauso wissen, was in die Akten steht. Da hatte er nicht einmal völlig Unrecht. Eigentlich gab es keinen Grund, ihm den Einblick oder die Dokumentation der Unterlagen zu verbieten. Resigniert stellte Alfred Kemptas Bier auf den Tisch. Dann warf er den Backofen für die Pizza an. Sein Magen knurrte wie ein eingesperrtes Wolfsrudel. Außer dem läppischen Käsekuchen beim Besuch der Witwe Böckler am Morgen hatte er nach dem Frühstück den ganzen Tag über noch nichts gegessen. Er blieb also vor dem Backofen stehen und beobachtete die Blasen, die sich auf der Pizzaoberfläche bildeten. Dazwischen warf er immer wieder misstrauische Blicke zu Joe Kempta. Der Eifer, mit dem der Agenturchef die Seiten abfotografierte, war Alfred auf unbestimmte Art suspekt. Ich glaube, so rief er zum Couchtisch hinüber, dass Johannes Grüninger so schlau war, die Besitzübereignung der Rothausbrauerei an den Volksverein für seine privaten Zwecke zu nutzen. Wie meinst du genau, rief Kempta zurück. Er hatte den Ordner nun schon fast durchfotografiert. Keine Ahnung, aber als Vorstand des Vereins konnte er zusammen mit seinen beiden Stellvertretern doch sicher etwas tricksen. Endlich gab der Backofen Alarm. Und Alfred schob mit spitzen Fingern die heiße Pizza vom Backblech auf einen Teller. Zwischendurch nahm er einen Schluck Bier. Er erklärte seine Theorie, der Kempta nunmehr aufmerksam lauschte. Ich glaube, die drei Vereinsvorstände haben sozusagen die Rothausbrauerei in Sicherheit gebracht, als sich das Scheitern der Revolution abzeichnete. So konnte der Staat sie sich nicht zurückholen, jedenfalls nicht mit notarieller Beglaubigung. Faktisch ist es natürlich trotzdem geschehen. Der Staat hat die Rothausbrauerei weiterhin als sein Eigentum betrachtet und entsprechend behandelt. Und was denkst du, fragte Kempta, ist aus die Besitzurkunden geworden? Kemptas lauernde Frage weckte in Alfred den detektivischen Spürsinn. Das ist jetzt die entscheidende Sache, Joe.
Wenn ich das herausgefunden habe, dann habe ich auch das Motiv des Mörders. Wetten? Er platzierte den Teller mit der Pizza auf der Tischkante. Die Blätter mit den Abschriften schob er zur Seite. Kempta sagte nichts. Er stand immer noch vor dem Tisch und klappte jetzt sein Handy zusammen. Sein gebräuntes Schönlingsgesicht nahm entschlossene Züge an. Ungefähr so wie bei jemandem, der den 10-Meter-Turm im Freibad erstiegen hat und sich nun endlich entschieden hat, auch zu springen. Alfred bemerkte davon nichts, weil er sich jetzt im Sessel sitzend über die Pizza hermachte. Zwischen zwei Bissen erklärte er: Stell dir mal vor, Joe, irgendwo existiert diese Besitzurkunde noch. Heiß. Er balancierte den Pizzabrocken im Mund und fächelte sich mit der Hand Luft zu. Joe Kempta steckte sein Handy in die Tasche. Sein Oberkörper straffte sich. Und stell dir mal vor, fuhr Alfred fort, das wäre juristisch noch irgendwie einklagbar, dieses Eigentum an der Brauerei. Joe Kempta umrundete den Tisch, er presste die Lippen zusammen. Das würde doch bedeuten, wer heute sich als legitimer Besitzer dieser Urkunde ausweisen könnte. Alfred nahm einen Schluck Bier. Er war so mit seiner Mahlzeit und mit seiner Theorie beschäftigt, dass er nicht auf Joe Kempta achtete. Er sah auch nicht das bösartige Flackern in Kemptas Augen. Also wer das kann, also wer vielleicht irgendwelche Nachkommen hat, die noch mit dieser Urkunde zu tun haben und belegen können, dass sie verwandt waren, also oder etwas von beidem. Joe Kempta hatte nun die Stelle erreicht, wo unter dem Tisch Linus 5-Kilo-Hantel lag. Er schob sie mit dem Fuß vorsichtig außerhalb von Alfreds Gesichtsfeld. Alfred weiter, der könnte doch beispielsweise heute den badischen Staat verklagen, auf Rückerstattung oder Gewinnbeteiligung oder Schadensersatz. Stell dir mal vor, wie immer man das auch macht. Joe Kempta befand sich nun im Rücken von Alfred, hinter dessen Ledersessel. Er hob vorsichtig die schwere Eisenhantel vom Boden auf. Ich glaube, Alfred kaute und trank Bier, während er redete, ich glaube, mit einem guten, gewieften Rechtsanwalt hätte derjenige gute Karten. Joe Kempta hielt die schwere Hantel in der rechten Faust, erhob den Arm. Er stand unmittelbar hinter Alfred, der ihm, zum Tisch hingebeugt, den Rücken zukehrte. Die internationalen Wirtschaftsanwälte heutzutage, so führte Alfred seine Überlegungen fort, du glaubst gar nicht, was die alles hinkriegen. Joe Kempta holte weit aus. Die quetschen Millionen aus so einem Fall. Mit der Rothausbrauerei verdient das Land 17 Millionen pro Jahr. Stell dir das mal vor und rechne das jetzt mal die letzten 150 Jahre zurück. Kemptas Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze. Alfreds Hinterkopf wippte direkt vor seinen Augen. Ein struppiger, unfrisierter Haarschopf. 5 Kilo Eisen schwebten in der Luft. Tja, und wie es weitergeht, muss man lesen.